Die Fahrt, um Kinder aus schwierigen, oft sogar lebensbedrohlichen Situationen zu holen, ist fast Alltag für Anke Bartel und das Team des Kinderheims Kleine Strolche. Wir fahren jetzt nach Hannover in ein Krankenhaus. Das Jugendamt hat angerufen. Dort wurde ein kleiner Junge von seiner Mutter zurückgelassen. Der muss nun in Obhut genommen werden. Alltag ist das nie wirklich. Immer steckt ein kleiner Mensch dahinter mit seinem eigenen Schicksal. Wie wird das Baby nun untergebracht? Im Heim würde das Baby von mehreren Personen betreut werden. Das heißt, einer würde es abends zu Bett bringen und der andere würde es am nächsten Tag wickeln. Doch gerade für die ganz Kleinen ist eine feste Bezugs- und Bindungsperson so wichtig. Daher bringen wir die Kleinen oder den Kleinen in dem Fall in unsere Bereitschaftserziehungsstelle. Dort wird es von einer pädagogischen Fachkraft in Familie betreut. Wie lange wird der Kleine dort bleiben? Bereitschaftserziehungsstellen sind immer Eltern auf Zeit. Es ist nie klar, wie lange der Kleine da sein wird. Von mehreren Tagen bis mehrere Monate. Gegebenenfalls wird ein Gericht entscheiden, wie es weitergeht. Wir dürfen in der Klinik nicht drehen. Die Fälle, mit denen das Kinderheim Kleine Strolche zu tun hat, sind zu sensibel. Die Zahl der Inobhutnahmen steigt in Deutschland kontinuierlich an. Die meisten Kinder mit einer Kindeswohlgefährdung weisen Anzeichen von Vernachlässigung auf. Bei rund einem Drittel aller Fälle werden Hinweise auf psychische Misshandlungen gefunden. In weiteren der Fälle gab es Indizien für körperliche Misshandlungen und Anzeichen für sexuelle Gewalt. Ja, das war gerade eine Anfrage von einem Stadtteiljugendamt in Bremen. Und wie so oft mussten wir absagen, weil wir voll sind. Und das war eine Geschwistergruppe. Und natürlich sollen die zusammenbleiben im Sinne der Kinder, dass die sich nicht noch Sorgen machen, wenn die schon vom Elternhaus getrennt werden, auch wenn das hochproblematisch war. Wir haben es hier mit häuslicher Gewalt und Drogenmissbrauch zu tun gehabt. Und aber leider mussten wir absagen, wie in vielen Fällen, weil unsere Plätze schon alle belegt sind. 43 Kinder wohnen derzeit im Kinderheim Kleine Strolche. Die meisten von ihnen sind zwischen 0 und 6 Jahre alt und in der Inobhutnahme. Die kleinen Strolche verfügen jedoch auch über Mutter-Kind-Wohnbereiche und familienanaloge Wohngruppen. Ja, unsere Einrichtung ist spezialisiert auf die Aufnahme von Geschwistergruppen und eben auch Kindern mit hohem medizinischem Aufwand. Wir sind eine von wenigen Einrichtungen in ganz Deutschland, die eben auch Kinder aufnimmt, die sonst in Kliniken sein müssten, aber da das medizinische Fachpersonal fehlt. Bei uns gibt es eben auch Kinderkrankenschwestern, die sich um die Kinder mit kümmern, neben den pädagogischen und therapeutischen Fachkräften. Und leider sind wir oft ausgelastet, ausgebucht, weil die Anfragesituation von Jugendämtern aus ganz Deutschland sehr hoch ist. Ja, die Kinder, die zu uns kommen, haben oft schon schreckliche Erlebnisse gehabt. Das geht hin von aktiver Misshandlung, sexuellem Missbrauch und schweren Vernachlässigungen. Und wir sind eine der wenigen Einrichtungen in ganz Deutschland, die sich diesen Kindern annimmt. Ich erinnere mich da auch an ein Mädchen, was wir vor 2 Jahren hatten, das mit 2,5 Jahren aus dem Elternhaus befreit wurde. Und das Jugendamt, als das reinkam, hat ein kleines Kind in einem abgedunkelten Raum vorgefunden, was schon vor Hunger die Gitterstäbe von ihrem Holzbett abgefuttert hat. Und war anscheinend noch nie draußen in der Natur, hat noch nie was erlebt, konnte nicht sprechen, gar nichts und war auch nirgendwo registriert, was eigentlich untypisch ist, weil die Kinder sind oft registriert, zumindest bei Ämtern, um die Sozialtransferleistung zu erhalten, aber das war nirgendwo registriert, noch nicht mal Geburtsurkunde gab es über die Kleine. Und das war auch ein ganz berührender Fall für uns alle. Kinder wie dieses kleine Mädchen, was wir aufgenommen haben, sind zumeist tief verängstigt und völlig orientierungslos. Und unsere Aufgabe ist es, denen erstmal ein Stück weit Schutz und Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Und dann mit viel Geduld und Ruhe und therapeutischen Mitteln und Kräften die Kinder wieder aufzubauen, bevor dann die juristische Aufarbeitung anfängt und abgeschlossen wird, wo dann die Reise für die Kinder weiterhin geht. Rund 70 Mitarbeiter kümmern sich Tag und Nacht um die Kinder, 365 Tage im Jahr. Es ist ein Team aus speziell ausgebildeten Fachkräften wie Sozialpädagogen, Erziehern, Kinderkrankenschwestern, Hebammen und Heilpädagogen.
um die emotional schweren Fälle auszuhalten und durchzuhalten, ist es für unsere Mitarbeiter und uns als ganzes Team total wichtig, dass wir regelmäßig Supervision und Coachings bekommen. Und die schlimmsten Sachen sind dann die, wenn wir wissen, dass Kinder, die wir zuvor aufgepäppelt haben, die völlig unterversorgt waren, mangelernährt waren, wenn wir dann wissen, durch eine juristisch-gerichtliche Entscheidung gehen die wieder in die Familien zurück. Und wir wissen im Prinzip aus Jugendamt, dass die in ein paar Wochen wahrscheinlich wieder bei uns sind. Und damit die Mitarbeiter diese Fälle aushalten können, ist es total wichtig, dass sie auch Coachings, Fortbildung im Bereich von Nähe und Distanz kriegen. Wir haben gleich eine Neuaufnahme. Heute Nachmittag zieht noch ein vierjähriger Junge ein. Neuaufnahmen sind für uns keine Seltenheit, aber es ist jedes Mal wieder ein individueller Fall. Es ist jedes Mal eine andere Geschichte und wir wissen nicht, was die Kinder erlebt haben oder was ihnen widerfahren ist. Wir kennen die Kinder nicht, wir kennen nicht ihre Einschlafrituale, wir kennen nicht ihre Vorlieben, Bedürfnisse oder Abneigungen. Meist kommen die Kinder mit ganz frischen seelischen Verletzungen zu uns. Konkret bedeutet das jetzt aber erstmal für uns, Bettchen herrichten und alles bereitlegen, um die Kinder bei uns willkommen zu heißen. In den ersten Tagen ist es meistens schwierig. Wir kennen die Kinder nicht und wir wissen nicht, wie die erste Nacht verlaufen wird und ob wir die Kinder auffangen und trösten können. Uns ist es wichtig, dass die Kinder bei uns Struktur erfahren und den Tagesablauf kennenlernen. Für uns bedeutet das, 5 Mahlzeiten am Tag und Struktur in den Alltag zu bringen. Uns ist es wichtig, den Kindern ein Zuhause aufs Zeit zu bieten und dieses Zuhause mit so viel Liebe und Zuneigung und Geborgenheit zu füllen wie möglich. Im Kinderheim Kleine Strolche wird bei Kindern mit traumatischen Erfahrungen möglichst schnell nach der Aufnahme mit den entsprechenden Therapien begonnen. Aber wie drückt sich ein Trauma bei Kindern überhaupt aus? Wir sprechen mit dem Trauma-Experten Nael Arafat. Was kann man tun, um ein Trauma zu überwinden? Kinder verfügen über viele innere Ressourcen, vor allem Kinder, die vielleicht noch nicht so viel Schlimmeres erlebt haben. Das Wichtigste bei Kindern ist die Herstellung einer positiven und sicherheitgebenden Bindung. Bindung ist das A und O, das ist der sichere Hafen. Das fängt schon bei ganz, ganz kleinen Kindern an, also bei Babys. Die brauchen ihre Bezugspersonen. Und wenn wir hier von traumatisierten Kindern sprechen, dann sind das meistens Kinder, die leider so etwas selten bis gar nicht erfahren haben. Das heißt, der wichtigste Part in der Hinsicht ist, eine Sicherheit herzustellen, dass die Kinder sich gut aufgehoben fühlen, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sicher gebunden sind und dass sie im Rahmen dieser Sicherheit all die Ressourcen, die in ihnen stecken, tatsächlich auch nutzen und auch zum Einsatz bringen können. 2018 hat das Kinderheim Kleine Strolche ein altes Rittergut übernommen und begonnen, es zum Therapiezentrum auszubauen. Das ist eine Mammutaufgabe, denn alle Therapien müssen privat finanziert werden und wären ohne Unterstützer nicht möglich. Das Gelände wird für heilpädagogische und psychotherapeutische Angebote genutzt, unter anderem für den Bereich Tier- und naturgestützte Therapie mit dem Schwerpunkt therapeutisches und heilpädagogisches Reiten. Bei dem heilpädagogischen Reiten geht es nicht um reiterische Fähigkeiten, sondern vielmehr eine Beziehung zuzulassen, dass das Kind sich traut, das Tier anzufassen, es zu streicheln, zu putzen. Wenn es ganz mutig ist, setzt es sich auf das Tier rauf. Aber selbst das ist noch nicht mal ein Muss. Ziel ist es, zwischen Pony und Kind eine Beziehung herzustellen. Der Therapeut ist dabei der Vermittler. Viele Kinder, die verlernt haben, mit Menschen in Beziehung zu treten, öffnen sich bei den Tieren. Sie geben ihnen neues Selbstbewusstsein. Das Kind geht gestärkt aus der Therapiestunde heraus. In den letzten 5 Jahren haben über 400 Kinder ein zeitweiliges Zuhause im Kinderheim Kleine Strolche gefunden. Nach der Inobhutnahme ziehen ca. 50% der Kinder wieder zu ihren Eltern zurück. Die anderen werden in Pflegefamilien oder anderen Einrichtungen aufgenommen. Auch heute heißt es wieder Abschied nehmen. Ein Zwillingspaar zieht in eine Pflegefamilie. Mit 2 kleinen Koffern starten sie in ein neues Leben. Aber die Betten werden nicht lange leer bleiben. Der nächste Anruf vom Jugendamt kommt bestimmt.